Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gedichtlesung. Heute lese ich euch aus meinem Poetry Junk Journal Herzkrieg vor. Dieses Buch ist aus einer roten Lederhandtasche gefertigt. Ein wahrer Hingucker, schon allein das Cover, da bin ich in die Vollen gegangen bei der Gestaltung. Ich mache einen kleinen Schwenker übers Buch. Das Buch enthält 36 Seiten plus ein extra Informationsheft und 8 meiner selbstgeschriebenen Gedichte. Ja, ist ein Doppelbuch, sehr interessant von der Machweise. Wer sich dafür interessiert, zu diesem Buch gibt es bereits ein Flipthrough, ein Durchblätter. Flipthrough wird es halt genannt bei uns, bin aus der Szene. Ich finde es mal bloß ein bisschen blöd, ein bisschen Englisch-Denglisch. Ich glaube, das habe ich schon mal in irgendeinem Video erwähnt. Egal, lassen wir das Thema. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung, dieses Durchgeblätter. Wer sich das mal angucken will, sich Inspiration holen will, guckt sich natürlich auch gern das Video an. Heute geht es allein um die Gedichte. Ich lese euch 3 dieser Gedichte vor aus diesem Buch und erzähle ein bisschen dazu. Geöffnet wird das Ganze hier, so ein Gummiverschluss. Tada! Und offen ist es. Einmal halt mal schon die Kamera, ne? Da seht ihr, also hier ist ein Buch, da ist ein Buch. Ich habe jeweils in den Ecken was reingebastelt. Das erste Gedicht, was ich heute ausgesucht habe, heißt Tanz der Dämonen. Da tanzt sie. Eigentlich heißt es Dancing Eva, das Bild, was ich dazu gemalt habe. Das ist eine Zeichnung mit Bleistiften und Größe A3. Passt super zum Gedicht, finde ich. Tanz mit dem Dämonen. Ein weiterer Abend kündigt sich an. Das Leben dreht die Lautstärke runter. Den ganzen Tag habe ich etwas getan, bin aber immer noch putzmunter. Alle scheinen irgendwie schlafen zu gehen oder ihr eigenes Ritual zu zelebrieren. Lassen mich alle hier einsam stehen, bei den Gedanken fange ich an zu frieren. Die dunklen Schatten werden länger. Am Tage habe ich sie gar nicht gespürt. Es ist die Stunde der Seelenfänger. Was ist, wenn mich einer dieser entführt? Ich kenne das Loch, was einen verschlingt. Die Nacht dringt bis in dein Herz. Das möchte ich nicht, ich so gar nicht unbedingt, nicht auszuhalten, dieser Schmerz. Die Frage ist, was kann ich machen? Der falsche Weg ist wohl verdrängen. Und woher kommen all die Sachen, die mich im Leben so oft einengen? Dunkelheit, Stille, genau die Zeit, um innen aufzuräumen. All der Kummer, die Angst und das Leid tauchen deswegen auf in unseren Träumen. Also springe ich hinein in die Nacht und tanze mit meinen Dämonen. Heute früh bin ich lächelnd aufgewacht. Ich wusste, es würde sich lohnen. Ja, fängt ein bisschen duster an, das ganze Gedicht, aber ich schaue mal, dass ich da am Ende was Positives rausarbeiten kann. Und wie gesagt, das Titel des Buches ist ja Herzkrieg. Da geht es natürlich um Herzensangelegenheiten. Natürlich auch um irgendwelche Liebesgeschichten, ne, ist klar. Aber auch der Kampf mit sich selber hat ja viel mit den Herzen zu tun, mit den Gefühlen und mit der Seele. Und da passt das Gedicht wunderschön rein. Und ja, ich denke, sowas kennt jeder. Also jeder, der tiefer geht mit sich selber, in sich selber, muss sich auch mal mit den Schattenseiten auseinandersetzen, die sogenannten Dämonen in diesem Fall. Und oft scheuen wir das Ganze, plus im Alltag, wie es ja auch hier drin steht, im Tageslicht, man ist ja beschäftigt und beschäftigt sich auch mit Fleiß, dass man auch gar nicht sich mit Dingen beschäftigen müsste, die irgendwie unangenehm sind. Und in der Nacht, wenn die Schatten länger werden, kommen halt solche Gedanken hoch. Da kann man immer noch verdrängen oder man kann mit den Dämonen tanzen. Und vielleicht so lange tanzen, bis sie müde werden und schlafen gehen, ich weiß auch nicht. Die gehen wahrscheinlich schlafsüber ist ein cooles Wort, ne? Tagsüber dann schlafen. Und hier, wenn man es richtig macht, den Tanz, kann man morgens lächelnd aufwachen und weiß, hey, man hat sich mit den Schatten auseinandergesetzt und wacht dann nächsten Morgen wieder auf. Und das ist so die Story hinter dem Gedicht. Ja? So, ich glaube, auf dieser Seite hatte ich kein Gedicht mehr rausgesucht. Genau, das nächste ist das Glücksspiel. Halte ich auch kurz in die Kamera. Das ist die Gestaltung des Vorblattes, wo wir uns denn, ist auch sehr schön geworden. Hier gerade mit der Spielkarte passt halt zum Glücksspiel, ja.
Ist das die Herzdame? Aber nee, diesmal habe ich die Karo-Dame ausgesucht. In einem anderen Buch habe ich die Herzdame mal verarbeitet. Also, das Glücksspiel. Ich schaue zurück mit dem Verdacht, dass die Suche nach Glück mich unzufrieden macht. Mit den Gedanken überall auf der Welt, nur nicht am richtigen Fleck, der mein Hier darstellt. Da frage ich mich sofort, wie etwas finden an einem fremden Ort, ohne innerlich zu verschwinden. Was für eine List, bleibe ich bei mir und nehme ich an, was ist, bekomme ich Frieden als Souvenir. Ja, das ist doch mal die Suche nach Glück. Alle suchen nach Glück und ziehen dabei ein Gesicht wie 10 Tage Regenwetter. Ja, das ist ja der Clou dahinter, glaube ich. Der Trick, sie nicht zu suchen, sondern im Hier und Jetzt anzukommen und anzunehmen, was ist, und Seelenfrieden zu finden. Das ist doch das größte Glück, dass man in sich ruht und nicht immer, wenn ich nach außen ständig gucke, was mich glücklich macht, mich vergleiche. Das ist eigentlich ist ja ganz klar, da kommt automatisch, also schnell Unzufriedenheitsgefühl hoch, weil der andere hat mehr. Ich habe das noch nicht erreicht. Oh, ich hätte gern das da hinten. Und so werde ich ja nicht glücklich, weil ich ständig im Außen suche. Also im Hier und Jetzt ankommen, auch wertschätzen, was man hat, und mit dem arbeiten, was man hat, und zu sich finden. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Das ist die Botschaft des Gedichtes. Ich habe ja ein drittes Gedicht versprochen und weiß jetzt gar nicht mehr, welches es war. Ich glaube, es war sogar das letzte. Nee, das war es nicht. Genau, die Vollwertkost gegen die Leere habe ich noch ausgesucht. Ich sehe gerade, dass jetzt gar kein Liebesgedicht so richtig dabei. Habe ich aber auch drin. Also Liebesgedicht, so ein bisschen Herzensangelegenheit, aber auch Glück ist ja eine Herzensangelegenheit. Und auch um was es hier in diesem Gedicht geht, hat mit den Herzen zu tun. So. Geht mir die Stimme weg beim Lesen, ist natürlich schlecht. Ich hatte heute noch keinen Kaffee, das wird sein. Also, Vollwertkost für die Seele. Nee, Vollwertkost gegen die Leere. Jetzt habe ich mir selber einen neuen Namen verpasst. Wäre aber auch nicht schlecht, ne? Vielleicht wird es ein neues Gedicht. Es sagt nichts über meinen inneren Wert, wenn jemand mit mir schlecht verfährt. Es spricht allerdings Bände über dessen eigene Missstände. Es herrscht einfach nur gähnende Leere, wobei manchen das Fühlen wäre. Obwohl dieses ist eigentlich nicht weg, sondern nur gut versteckt. Und wenn scheinbar da nichts ist, was für eine raffinierte List, ist man auch befreit von der Gebentätigkeit. Auch mit den Annehmen ist es schwer, denn wo innerlich kein Verkehr, ist auch der Straßenleitfaden gerissen. Auf Deutsch, die Lage ist beschissen. Ja, da geht es so ein bisschen darum, dass man sich nicht so zu Herzen nehmen sollte, wie jemand anders mit einem umgeht. Natürlich sollte man das wahrnehmen, aber geht ja auch schnell, dass man immer alles auf sich persönlich bezieht oder meint, es liegt an mir. Und da heißt es ja auch, da geht es darum zu spiegeln. Also wenn mich jemand schlecht behandelt, erstmal hinzugucken, warum tut er das, kann man natürlich machen. Und denn mit den Hintergangen, so wie er mich behandelt, ist ja irgendwas, hat ja irgendwas mit ihm zu tun in erster Linie. Und natürlich, wenn ich jemanden schlecht behandelt, vorher auch schon schlecht behandelt habe, das passiert ja beim Reflektieren, sollte ich darauf kommen. Wenn es aber nicht der Fall ist, kann ich vielleicht höchstwahrscheinlich davon ausgehen, dass es eher mit den Menschen an sich zu tun hat. Wenn man ignoriert wird oder angebefft wird, weil man einfach nur eine Frage gestellt hat oder derjenige sich gleich angegriffen fühlt, hat das wirklich nichts mit mir zu tun, wenn ich vernünftig formuliert habe, sondern der andere ist in Unfrieden. Und das macht ja auch schon wieder Frieden im Herzen, aber man kann damit so ein bisschen besser umgehen. Und der Herzkrieg ist damit gelöst. Ja, ist ja ein Herzkrieg. Also kann dazu führen, wenn es zu einem zwischenmenschlichen Konflikt kommt. Ja, das ist es dazu. Ich sehe gerade, Mensch, ich könnte eigentlich glatt noch ein Gedicht raufschmeißen. Die Zeit ist ja noch lange nicht um. Ich hatte ja eigentlich noch so eins, was ganz gut zum Thema Krieg passt, und da ist ja natürlich auch sehr aktuell. Genau, über private und
öffentliche Kriege. Das lese ich euch jetzt einfach noch vor. Über Privat- und öffentliche Kriege. Türen verschlossen, Tränen vergossen, keine Aussprache, riesige Blutlache. Man schimpft über den Dreck, doch keiner wischt ihn weg. Kein Auseinandersetzen, lieber stummes Verletzen. Bis es dann mal knallt, mit tosender Gewalt, sich der Frust entlädt, unpassend und spät. Im Großen wie im Kleinen scheinen wir Lösungen zu verneinen, führen lieber Krieg und feiern den falschen Sieg. Ja, da möchte ich jetzt gerade auch nochmal kurz die Seiten dazu in die Kamera halten. Da habe ich auch wieder mit Nagellack gearbeitet und das Ganze verwischt. Sieht wieder ein bisschen aus wie Blut. Passt zum Thema Krieg. Ja, das ist, der Vergleich passt irgendwie, oder? Ich meine, fangen wir mit den privaten Kriegen an. Also oft vermeidet man ja Konflikte und frisst was in sich hinein. Bloß irgendwann kommt der Moment, wo dann doch mal man explodiert und man im Endeffekt unpassend, und in den falschen Ton oder ja, unmöglich, also wenn man da wirklich mit weiß ich richtig, gleich mit Wut, Aggression auf jemanden losgeht, wird es ja kein Konflikt lösen, eher noch verschärfen. Und das passiert halt, wenn man nicht offen miteinander kommuniziert oder überhaupt kommuniziert. Da sind wir schon beim zweiten Thema, bei den öffentlichen Kriegen. Klar, wenn der Krieg ausbricht, wie wir es ja aktuell haben, ob es jetzt Ukraine-Krieg ist oder Israel, Palästina, das sind ja schwellende Konflikte, die vorher schon stattgefunden haben. Das, was wir jetzt wahrnehmen, jetzt ist Kriegsbeginn. Nee, also offiziell war Kriegsbeginn in Ukraine, war es jetzt, glaube ich, vor 2 Jahren, gell? Und Israel ist ja ganz aktuell seit letztem Jahr im Oktober. Aber der Konflikt ist ja vorher schon gewesen. Und das Problem war ja auch da schon, dass man nicht vernünftig in Dialog gekommen ist und vielleicht auch nicht den wirklichen Konflikt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Aber gerade so Israel-Palästina hat ja eine lange Geschichte, genauso wie Ukraine. Und das ist, darum ist der Vergleich da. Also es knallt, man meint, oh, das ist jetzt der Konflikt, aber der Konflikt fand vorher schon statt. Und die Lösung wäre ja, klar, man meint immer, wenn im Krieg, wenn jemand überwältigt wurde, also besiegt wurde, das wäre der Sieg. Aber da ist ja noch kein Sieg, das geht ja da nur um, jemand hat man mit Gewalt jemand sein Ding aufgedrängt und der andere ist dann still. So wäre es dann wie im Privaten, das ist ja kein Sieg, weil man noch den Konflikt wahrscheinlich nicht gelöst hat. Da könnte man wieder in die deutsche Geschichte gucken, haben wir die Konflikte von damals gelöst, beziehungsweise weltweit, es war ein Weltkrieg, sind die Konflikte, also die Grundlinie, der Kern des Konflikts, ist der wirklich gelöst? Allein als die deutsche Geschichte, oh, jetzt hole ich die Nazi-Sache raus, ja, hat man nicht danach so getan, als niemand war dabei gewesen, niemand wusste von irgendwas und plötzlich waren alle in der DDR, totale Kommunisten und alle da sind in die nächste Regierungsform reingeschwenkt und in der BRD, gut, ich komme nicht aus der BRD, da kenne ich jetzt nicht so gut aus, aber da waren noch viele, sind untergetaucht oder haben dann einfach eine neue Rolle übernommen, so wie ein Fähnchen im Wind und da ist ja auch noch nichts gelöst. So sehe ich das. Ja, das finde ich ist ein Gedicht, das passt aktuell und ist auch ein Herzkrieg. Also jeder Krieg hat auch es eigentlich ein Versagen des Herzens, oder? Kann man das so nennen? Ja. Ich schnips mich selber ab. Kann man auch mal machen. Doch, dieses Buch, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war das 7. Ich komme manchmal ein bisschen durcheinander. Ich fange jetzt ja mit dem 10. Buch an. Und ich mache auch gerade Videos vor, weil ich habe ja demnächst eine Ausstellung. Das Video wird wahrscheinlich hochgeladen. Da habe ich die Ausstellung schon längst gehabt. Ich mache bloß Videos schon vor, weil ich die Bücher mitnehme auf die Ausstellung, die gar nicht drüber verfügen kann und sie euch gar nicht vorstellen kann. Darum habe ich auch ein bisschen Faden verloren, wann ich was hochlade, wann ihr das guckt und überhaupt. Ne? Also allgemein habe ich einen Faden verloren, aber Basteln funktioniert. Auf jeden Fall macht es Spaß, auch die zu präsentieren und am meisten macht es natürlich Spaß zu basteln. Momentan färbe ich ja Papier, da mache ich ja auch Videos drüber. Gestern habe ich zum Beispiel mit Wein gefärbt, da super mega Ergebnis, werde ich auch ein Video drüber machen. Richtig cool, das gefällt, da schlägt das Junk Journal Herz höher und ja, es findet sich immer wieder was Neues beim Junk Journal, das muss ich ja den Profis nicht sagen. Und alle, die sich nicht damit auskennen, es lohnt sich,
es auszuprobieren. Man kann ja nichts falsch machen. Das ist ja das Schöne am Junction, da muss nicht zu genau sein. Es sollte schon alles halten, das ist klar. Aber man kann seiner kreativ freien Lauf lassen. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich mache jetzt erstmal Frühstück, ehrlich gesagt. Ich habe gleich in der Früh ein Video hochgeladen, weil Sohnemann schläft noch. Und jetzt wird erstmal gemütlich Kaffee getrunken. Ich hoffe, meine Stimme ölt sich dann besser, aber es ging jetzt zum Schluss. Er hat einen Frosch im Hals kurz. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, wie immer, das YouTube-Mantra kommt jetzt, Daumen nach oben, gerne lasst den Daumen von euch da und auch gerne ein Abo, um meinen kleinen Kanal zu unterstützen und meine Arbeit als Künstlerin. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich sage mal, guten Appetit, falls ihr auch gerade frühstücken wollt. Tschüss!